Ich versuche das Spiel Polybridge nachzuprogrammieren in nur einem Tag. Das ist eigentlich fast unmöglich, aber vielleicht kommt ja was richtig Krasses dabei raus oder auch der letzte Schrott. Für die, die Polybridge nicht kennen, man muss einfach Brücken bauen, damit das Auto auf die andere Seite kommt. Ich nenne das Spiel Bridge. Ich fange mal mit der Map an. Jetzt habe ich schon mal den Start und das Ziel. Wow, der Stein fliegt irgendwie. Das hier wird übrigens das Auto, beziehungsweise das ist eigentlich ein Bus und der fährt dann hier rüber. Zack, jetzt ist der Himmel auch noch ein bisschen schöner und Wasser wäre noch ganz cool. Ich hole mir mal das hier, das sieht doch eigentlich recht gut aus, oder? Mal schauen, ob das klappt. Ja, es hat geklappt. Okay, es ist noch ein bisschen zu grün, aber ansonsten recht nice. Vor allem dieser Schaumeffekt gefällt mir echt gut. Jetzt noch die Farbe ein bisschen anpassen. Boah, das ist richtig nice. So gefällt mir das. Wenn man das Spiel startet, passiert jetzt noch gar nichts, aber die Grafik ist schon recht nice. Deswegen schreibe ich mal ein bisschen Code, damit sich das Auto hier bewegt. Let's go, let's go. Ist der gerade im Boden verschwunden? Versuch Nummer 2. Warum geht der in die falsche Richtung? Der soll nach vorne fahren. Komm schon, komm schon. Ja. Boah. Das sah echt schon fast aus wie Polybridge, oder? Also ich meine, Bridge heißt das Spiel. Jetzt muss man nur noch die Brücke bauen können, damit das Auto auch rüberkommt. Was? Junge. Ja, so viel dazu. Die Physik funktioniert perfekt. Die Brücke sollte man in einer 2D-Ansicht erstellen, wie im echten Game. Deswegen stelle ich das um. Wow, das sieht richtig nice aus. Abgesehen vom Wasser. Und hier kann man jetzt dann die Brücke bauen. Wow, okay, man sollte sich auch nicht umschauen können im 2D-Modus. Das ist zu crazy. Damit man jetzt die Brücke erstellen kann, muss ich noch mehr Code schreiben. Ich hoffe, es klappt. Zack. Wow. Ich habe einen Punkt platziert. Ich kann jetzt solche Punkte hier überall platzieren. Also, die machen noch nichts. Aber wenn man jetzt das Spiel startet, dann hat sich eigentlich nichts geändert, außer dass hier überall noch diese ganzen Punkte sind. Kann durch die durchschauen. Hä? Oha. Wobei, ich glaube, das ist einfach ein Bug. Und diese Punkte sollten sich jetzt eigentlich miteinander verbinden, so wie in Polybridge, damit man dann hier eine Brücke bauen kann. Aktuell, lol. Hier ist er gerade gegen diese Kugeln gefahren und jetzt hängt er sogar an der Kugel fest. Also irgendwas habe ich hier ganz komisch gemacht. Ich habe eine Schaukel gebaut. Was ist das? Versuch Nummer 1. Ich erstelle hier eine Straße, starte das Spiel und die Straße ist so halb da. Zumindest ist er nicht ins Wasser gefallen. Ich habe ein bisschen was geändert. Neuer Versuch. Wow, das sieht doch schon recht nice aus. Ich meine, die einzelnen Teile müssten noch richtig rotiert werden. Ja, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ja, es hat funktioniert. Wie cool ist das denn? Ich kann jetzt wirklich alle möglichen Arten von Brücken erstellen. Okay, jetzt ist es noch nicht perfekt. Es ist ein bisschen abgehackt hier. Deswegen hat er auch hier seine Probleme. Aber dass das so schnell funktioniert hat, hätte ich nicht gedacht. Man kann jetzt auch richtig verrückte Sachen machen. Zum Beispiel sowas hier. Bam. Geil. Ich meine, damit er auf die andere Seite kommt, müsste ich einfach sowas in die Richtung hier bauen. Das sollte eigentlich klappen. Ja, okay, fast. Aktuell ist die Hitbox von diesem Bus ein Quader, also richtig eckig. Und wenn ich das ein bisschen runder mache, soll es eigentlich klappen. Let's go, let's go, let's go. Ja, es funktioniert. Besser könnte es nicht sein. Ich versuche mal so eine Rampe zu erstellen. Komm. Ja. Junge. Kann ich auch ein Quadrat machen? Wow, es funktioniert. Ich habe gesehen, dass Paluten auf jeden Fall ein Polybridge-Fan ist. Und deswegen kommt jetzt Mini-Paluten ins Spiel. Dieses Video wird unterstützt von meinem Spieleentwicklerkurs. Wenn ihr auch eigene Spiele erstellen können wollt, schaut vorbei auf mrlux.de. Da bringe ich es euch bei. Schaut euch einfach das Video hier an, da wird alles erklärt. Ich habe mir hier noch eine Animation geholt. Ich finde, die sieht eigentlich ganz gut aus. Er hat hier nur keine Textur, aber das ändert sich gleich. Und perfekt, wir haben ihn in dem Spiel. Ich würde sagen, ich setze den hier so oben drauf. Animation sieht schon mal gut aus. Und wenn man das Spiel startet... Okay, er fällt gleich runter. Das ist schlecht. Er sollte sich schon ein bisschen festhalten können. Okay, okay, okay. Oh, Hilfe, der wird ja fast überfahren. Mama mia. Ich hoffe mal, das sieht Paluten nicht. Komm schon, komm schon. Ja, okay, ist auch ein bisschen übertrieben hier. Aber er schafft es. Er schafft es. Oha, also der Motor, der in dem Bus drin ist, den will ich auch haben. Ich finde, das Level ist noch viel zu einfach, deswegen kommen jetzt Bomben. Und da haben wir sie auch schon. Sie ist ein bisschen klein geraten, aber das kann ich leicht ändern. Perfekt. Die Animation fehlt noch, aber damit kann man coole Level bauen, weil man halt um die Bomben außen rum bauen muss. Ich will, dass der richtig weggeschleudert wird. Naja, hielt sich in Grenzen. Jetzt sollte die Explosion richtig stark sein. Jetzt muss es aber klappen. Wow. Perfekt. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man das überhaupt schaffen kann, aber ich denke schon, ja, easy. Ich würde gerne mal testen, ob man ein Looping erstellen kann, weil das wäre schon extrem nice. Let's go, let's go, let's go. Das sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Komm schon. Mini-Paluten, du schaffst das. Ja.
Okay, der Aufprall war ein bisschen hart. Alter, er hört nicht auf, er gibt nicht auf. Ich glaube, der wird jetzt für immer hier das Looping entlangfahren. Also man muss schon zugeben, das ist sehr, sehr episch. Und ich glaube auch nicht, dass es im echten Polybridge geht, oder? Ich versuche jetzt mal einen unendlichen Looping zu erstellen. So, das ist doch perfekt. Perfekt gebaut hier alles. Komm, komm, komm. Ja, er hat's geschafft. Das ist doch absolute Perfektion der Architekturkunst. Wie wäre es eigentlich mit mehreren Autos? Könnte eine sehr gute oder auch eine sehr schlechte Idee sein. Okay, die ersten beiden schaffen es, beziehungsweise nur der erste. Wow. Jo. Ja, Leute, was sagt ihr? Kommt das an Polybridge ran? Ich finde das Spiel schon sehr, sehr krank. Ich habe jetzt gerade mal 4 Stunden dran gearbeitet. Also da geht auf jeden Fall noch einiges. Schreibt eure Ideen gerne in die Kommentare. Es hat gerade gedonnert.